Bereit halten, wir stoßen! Was? Kriegsschiff in Sicht, Captain! Sieht nach einer Fregatte aus! Verdammte Royal Navy! Vorsegel setzen! Nicht mehr weit, Captain! Stopp! Ram! Marssegel! Gebt den Wind nach! So. Holt! Alles bis aufs Hauptsegel reffen! Feuer! Ja, sind Sie verwundbar, Captain! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ich sehe sie nicht. Feuer! Ich sehe sie nicht. Bereit, Feuer! Feuer! Triff sie aus sicherer Entfernung. Feuer! Ja! Wow, 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 wow. So. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Schieß! Feuer! Feuer! Jetzt geht es zum Segel! Und jetzt werden wir zusehen müssen, dass wir auch. Das hat Schaden angerichtet. Oh, ja. Setzen Stoff in den Wind. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Bereit zu schießen, Sir. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier. Ja, ja. Ich bemühe mich ja. Ich bemühe mich ja, Jungs. Feuer! Sehr gut. Oh, ja. Ja! Hebt den Befehl. Ram und Mars Segel. Oh, nicht noch eins. Oh, okay. Treffen, Männer. Ram, Segel. Alle Segel in Bewegung. Wir wurden zu. Na, natürlich, es ist auch gleich wieder ein Kriegsschiff. Händehaken los! So. Ran an die Beute! Oh Mann, ey. Hier kommst du ja nicht mehr raus aus der Arbeit. Ihr seid alle tote Männer! Ich wollte eigentlich gar nicht die ganze. Als sie noch die Chance hatte. Na, was ist das denn? Ah, natürlich. Ach, fick. Ja, komm, zieh mal ein bisschen näher ran. So, zack. So, für was hab ich denn dieses verdammte Steuerkreuz, ey? Wirklich. Verstehe ich leider überhaupt nicht. Habe ich jetzt jemanden getroffen? Ja, ne? So, Leute. Hä? Wo ist er denn jetzt hingerannt? Ich betone, dass ich keine weiteren, Steuertasten gedrückt habe, also Richtungstasten. Wieso ist der denn jetzt im Kreis gerannt? Oh, Mann. Ja. Ist ganz schön, aber wir. Oh Mann. Schon wieder das Schiff reparieren. Ich gehe ja gar nicht anders. Es geht ja gar nicht anders. Wir haben ja außerdem noch ein Kriegsschiff im Nacken, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, da kommt es nämlich schon. Segel setzen! Die sind allein, Sir! Wir haben doch noch eins. Da hinten. Aufgeilen! Nehmt doch Armsegel einholen! Zieh! Rum. Setzen und schafft zum Wind aus! Und Gas geben. So, Dejector ist ja immerhin noch ein schnelles Schiff. Was? Mars und Topsegel werden! So, auch hier ändern wir schnell noch. Da können wir gleich nochmal reparieren. Was sind das denn für große Schiffe? Hallo? Na? Also ein Nachteil der Jackdaw, die ja wirklich, wirklich klein ist. Ich hab echt meine Probleme, hier auf die anderen Schiffe zu zielen. Naja. So, was müssen wir eigentlich machen? Wir sind noch Offiziere, okay. Und meine Kuhmitglieder sterben auch noch. Ah, das ist. Machen wir dann noch welche? Hier, Mensch. Das ist ein wildes Durcheinander. Nein. Hat jetzt so ein eigener Kumpel von mir auf mich eingestochen? Das ist ja eine übelste Frechheit.
Ah, Gott sei Dank. Muss ich auch beeilen. Das ist, weil wenn meine Crew hier in regelmäßigen Abständen über den Jordan geht, ist das natürlich auch nicht so schön. Und besonders effektiv ist ja meine Crew natürlich im Nahkampf auch nicht. Die sind natürlich wunderbar auf meinem Schiff, aber irgendwie... Na ja, wisst schon. So, reparieren. Jetzt hoffe ich, dass ich alles voll habe. Wieder zumindest von meiner Rumpfpanzerung. Weil das verstehe ich unter Reparieren. Ja, sehr schön. Okay, alles klar. Segel, fangt etwas Wind ein. So. Die Frage ist, ist sie hier noch hinter uns her? Weil alle Segel, sie verträgt das! Wir sind sicher nahe am Ziel. Ja, das sagst du. Oh. Wir haben sie abgeschossen. Wo ist denn hier? Sag mal, was ist ja. Mal ganz ehrlich, das Gebiet ist ja. Okay, das Gebiet ist riesengroß. Aber. Was? Der Nebel, der hilft mir überhaupt nicht. Ich sehe hier nichts. Und was war denn Fernrohr? Hier, bitte. Danke. Ja, eins war Fernrohr. Aber mal ganz ehrlich. Captain von Steuerbord, mit? Treibt gut. Sieht wie Beute aus. Oh, noch eine Fregatte, toll. Treff die Top- und Bramsegel. Drehsegel hoch, auf. Fregatte und Prick. Aber vielleicht mal hier. Na? Versuchen wir über die Queen Anne's Revenge ausfindig machen. Wo soll die denn sein? Ah, das könnte so sein. Bringt jeden fetten Stoff in das Ding da hinten bewegt sich nicht. Allen Schotthorn, an die Schoten! Alter Schwede. So. Scharfe Kurve, Sichtkegel vermeiden. So. Schwarze Flagge. Also zumindest sieht es von hier nach einer schwarzen Flagge aus. Oh, bitte lass es sein. Bitte. Ah, na endlich. Ade, sieh da! Das ist die Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Segeln wir wirklich in die Hölle? Halber Wind, Männer! Klippe voraus! Auswand! Einhol! Captain, Thatch wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse die Jackdaw kreisen. Also, alles klar. Gut, das klingt nach einem Plan. Aufändern! Alles klar zum Bergen! So. Das war jetzt vielleicht noch ein bisschen weit, aber nee, das muss. Da hat Fetch gerade ein so schön großes Schiff und kommt damit nicht zurecht. Ich meine, wir sind ja relativ gut klargekommen. Aber wahrscheinlich hat er nicht gedacht, dass er reparieren muss. Im Dienste einer guten Sache! Medizin meinst du hauptsächlich? Ei! Eine Gallione! Wenn sie die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Oh Gott! Edward, bitte! Bleib standhaft, Barnett! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Hat dich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Barnett? Oh, ich bin geringst, nein! Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Ja. Das ist für unseren kleinen Bonnet wahrscheinlich gerade eher so eine Feuertaufe, die er hier durchmachen muss. Komm schon. Jetzt haben wir es doch endlich. Oder Thatch? Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Nee, offensichtlich nicht. So. Gentlemen? Ja? Unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Hä? Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel! Ich bring dich zurück zur Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl! Auf Segel setzen! Yay! Und große Schiff! Auf das verdammte Schiff!
In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Ah, ich kann aber nicht. Ach du meine Güte. Ne, jetzt bin ich gespannt. Oh, die Wände, die Wände. Ah, scheiße, 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 scheiße. Sie präsentieren sich nicht aus den Augen! Ja, komm schon. Ah. Sie präsentieren sich uns. Lassen Sie dafür bezahlen. Komm schon. Da ist sie am schwächsten, Captain. Eieieiei. Da, Captain. Da sind sie am empfindlichsten und geht das Pulver. Ah, shit. Ah, oh, das ist ja. Ah, oh, das fährt sich ja wie ein Bus auf einem Formel-1-Kurs, das Ding. Wirklich. Oder mit einem Bus auf einer Smart-Teststrecke. Mehr Segel, alle Segel! Ich habe kein Mörserfeuer mit dem Ding. Das ist eigentlich das Schlimmste von allen. Und ich habe vor allen Dingen auch nicht die Möglichkeit, schnell zu fahren. Sir, das geht nicht. Ein Kriegsschiff! Royal, das ist ein Kriegsschiff, Sir! Verdammte Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Ja, da müssen sie aber näher kommen. Da müssen sie näher kommen. Feuer! Die verhaften sie uns! Feuer! Oh. Bereit zu schießen, Captain! Halt auf sie zu, Kenway! Treffer können sie ablegen! Feuer! Komm schon. Feuer! Dort ist die Verwundbarke. Feuer! Los, komm schon. Wo sind unsere Kanonen? Sehr gut. Jetzt geht das Pulver aus, Captain. Verflucht! Und die Galeone sinkt einfach nicht. Ich sehe den versprochenen Teufel fest. Oh, ich hätte meinen Engel gezeigt, hätten sie sich ergeben. Doch jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt möchte ich das Ding aber auch kapern, wenn wir schon hier sind. Und die Beute gehört gefälligst der Checkboard. Sie ist geknackt, Männer! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain und beende es. Logisch. Und du stehst einfach hier und guckst böse. Seele soll brennen! Was? Was ist denn? Oh, gut. Ganz lieb von euch, dass ihr jetzt gerade nicht geschossen habt. Captain hat Schiff verlassen. Ja, Captain hat Schiff verlassen. Ich bin ja gar nicht der Captain. Hallo? Sag mal. Finde den Captain! Beende es, Kenway! Ach, na endlich. Jetzt aber! Komm. Sehr gut. Ei! Was ist das aufregend geworden? Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht blutig. Friss Haifischdreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Treff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. So, Mission beendet. Erinnerung 2 des Teufels Advokat. Optionale Ziele. Pah, Überlebende retten. Durch Rauchbomben gestoppte Wachen töten. Ja. Ja, das bin einfach nicht ich.
Das ist einfach nicht so mein Ding. So. Ja, Charlestown klingt doch klasse. Das klingt nämlich nach nach einem Hafen mit einem Hafenmeister. Wo ist denn Charlestown hier? Charlestown. In einem Monat. Wo ist denn Charlestown? Jo. Belagerung von Charlestown. Puh, 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 puh. Gott, ich bin ganz da unten. Dann... Sei es drum. Machen wir dort eine Schnellreise hin. Auch wenn wir dann mal wieder vom Schiff aus standen. Was? Ich bin Platz... Was? Das ist ja ein schrecklicher Platz, den ich da mit dem Assassinen eingenommen habe. Segelmänner! Was? Segelbergen! Topsegelaufgabe! Topsegelbergen! Captain und Bruder! Ach, scheiß drauf. Vieren und Fahrt aufnehmen! So viel Segel, wie ihr könnt! Hoch, Leute! An die Bramsegel! Hm. Jetzt gar nicht so wichtig. So. Wir wollen ja nach Charlestown. Das Ziel wird natürlich mal wieder nicht angezeigt. Was ist das? Ah ja. Übrigens, Uncharted übrigens auch ein sehr schönes Spiel, weil da geht es ja auch nur um Piraten. Und ich weiß nicht, Piraten kann ich derzeit sehr gut ab. Ich bin da gerade so richtig im Piratenflow drin. Ich sehe auch meiner Kleinen immer hier diese Shanties vor. Ups, was ist das denn? Was ist das für ein kleines Schiff? Hey, yo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Ich meine, er war schon netter, ja. Aber er ist halt auch komplett unbrauchbar. Also wäre das ein Tier, der Tierarzt hätte ihn eingeschläfert.